Ja, es klingt ja echt völlig banal, aber durch dieses Teil wurde ich einfach ein besserer Musiker, ein besserer Gitarrist. Und wenn du dich fragst, was das ist ein alter iPod von mir. Hier geht es darum, wie du besser wirst, indem du bewusst Musik hörst. Weil ich weiß noch, als ich zum ersten richtig guten Gitarrenlehrer kam, fragte er mich, ja, was hörst du so und so weiter. Ja, und ich sagte einfach, ja, Nirvana, das sind so die Songs, die ich gerne spielen möchte oder eben als erstes Ziel erreichen möchte. Und meinte, ja, okay, aber abgesehen von Nirvana, was hörst du sonst so? Und ich musste echt überlegen, weil es war damals echt so meine Lieblingsband, Nirvana, Kurt Cobain, der mich zum Gitarrenspiel gebracht hat. Das heißt jetzt irgendwie die Akustiknummern vom Live Unplugged Konzert oder natürlich ja, mit seiner Fender, den verzerrten Sounds. Das war echt so mein Ding damals. Ja, und ich musste echt überlegen, was gefällt mir eigentlich sonst so? Und da meinte er, ja, hey, du musst echt ein bisschen mehr Musik hören, wenn du dein Gehör trainieren möchtest, wenn du schneller besser werden möchtest, weil Musik hören gehört auch dazu. Es ist nicht nur, dass du jetzt irgendwie aus einem Lehrbuch irgendetwas lernst und versuchst, das dann nachzuspielen, sondern hey, hör auch mal aktiv hin. Und ich habe mir da ein paar Notizen gemacht, wie mir eben der iPod geholfen hat. Ich habe dann tatsächlich jeden Tag am Abend dieses Ding angemacht, kurz so vor dem Schlafen gehen, so mindestens so 10, 15 Minuten gehört. Also zum einen hat es mir Spaß gemacht, natürlich so mal bewusst Musik zu hören, und zum anderen wurde mein Gehör immer besser. Und das ist der erste Punkt, Gehörtraining. Also das ist echt durch passives Musikhören echt ein Wahnsinn, was da alles dazu gehört, zum Beispiel eben, dass du ein Gefühl für den Rhythmus bekommst. Ich war immer so ein Typ, der immer mehr auf die Gitarre hingehört hat und vielleicht noch auf den Sänger, wobei ich mir auch nie Texte gemerkt habe, also sogar heute noch nicht, nicht mal bei meinen Lieblingssongs. Also ich weiß nicht, worüber die tatsächlich singen, weil ich irgendwie mehr von der Musik fasziniert bin. Trotzdem, durch dieses Hören habe ich mir auch gedacht, okay, da gibt es noch das Schlagzeug, da gibt es den Bass, was machen die? Und da mal ein Gefühl dafür entwickeln. Natürlich eben auch Gefühl für die anderen Instrumente, auf die du vielleicht so nicht achten würdest. Bei mir war es auch im Metal-Bereich zum Beispiel Arch Enemy, wo man weiß, okay, das ist so eine Gitarrenband, aber dass zum Beispiel unter dem Solo sehr häufig Synthesizer-Keyboard-Sounds liegen und mal überlegen, hey, was machen die da überhaupt? Wichtiger Punkt, den ich mir auch notiert habe, war auf Sänger zu hören. Warum Sänger? Zum einen, weil die klasse Melodien aufbauen, die eigentlich sogar für uns Gitarristen einfach zum Nachspielen sind. Ist ein guter Tipp übrigens, dass du auch mal probierst, Melodien von deinen Lieblingssängern nachzuspielen. Du wirst feststellen, Sänger müssen ja zum einen auch atmen, nicht wie wir Gitarristen, wir könnten 1000 Noten durchspielen oder so, ohne atmen zu müssen oder dass man es bewusst hören würde, bei Sängern natürlich. Und das ist auch so eine Art von Phrasierung, also wo man darauf achtet, wann singen die, wann folgt da jetzt eine Pause und so. Mal diese Dinge und natürlich auch Vibrato. Also wenn die einen Ton singen und dann stehen lassen, wie sich der entwickelt. Und zwei Favoriten von mir sind da zum Beispiel Lane Staley von Alice in Chains. Gibt es übrigens ein sehr, sehr cooles Unplugged-Konzert. Also mal auf YouTube schauen, Alice in Chains Unplugged. Mit Lane Staley als Sänger, grandios. Und auch Fabio Leon von der Band Rhapsody bzw. Rhapsody of Fire. Auch ein extrem cooles Gesangsvibrato. Und das sind so diese Dinge, die ich auch versuche auf der Gitarre ein bisschen nachzuahmen. Also ich stehe sehr auf dieses weite Vibrato und das kann man wunderbar auf der E-Gitarre oder auch auf der Akustikgitarre umsetzen. Und natürlich auch Phrasing von Gitarristen, zum Beispiel: Wann setzen die jetzt ein Vibrato ein, wie wir gerade gesprochen haben? Zum Beispiel Gary Moore ist also ein großer Einfluss von mir. Oder wie nutzen die Bandings, Seitenziehen? Oder wann nutzen die einfache Slides? Da fällt mir zum Beispiel sofort Steve Vai ein, der die Slides richtig geschmackvoll und toll einsetzt. Ja, und natürlich bekommst du auch ein Gefühl für Songwriting. Wenn du jetzt selber mal sagst, wenn ich mir zum Beispiel in Guitar Pro einen Song zusammenstelle oder auch wenn es nur für zwei Gitarren ist, eine Rhythmusgitarre mit ein paar Akkorden, darüber eine schöne Melodie oder ein Solo, wie könnte ich das aufbauen? Und da ist auch dieses bewusste Hinhören, das ganz bewusste Musikhören, sehr, sehr gut, weil du auf viele gute Ideen kommst, dass du mal echt darauf achtest, was machen da so meine Lieblingsbands? Und Lieblingsbands ist da vielleicht auch ein gutes Stichwort. Also falls du jetzt fragst, okay, was könnte ich denn hören? Natürlich mal deine Favoriten, weil das ja das, was dich so prägt oder geprägt hat.
ganz wichtig und das soll dir auch niemand nehmen. Zum Beispiel, ich bin im Laufe der Zeit so drauf gekommen, ja, im Rock-Bereich ist eigentlich für mich so AC/DC, so ein Dauerbrenner, coole Rhythmusgitarre von Malcolm Young, auch coole Leadgitarre von Angus Young, super Vibrato und Bendings im Einsatz oder Guns N' Roses natürlich, ja, grandiose Songs im Rock-Bereich. Mr. Big war dann auch so etwas, also Mr. Big, weiß nicht, kennt man heute vielleicht nicht mehr so. Bei Mr. Big war ja Paul Gilbert als Gitarrist, beziehungsweise auch Richie Kotzen. Und ich finde jede Ära extrem gut. Also sei es jetzt mit Paul Gilbert oder Richie Kotzen, da hat jeder so seinen eigenen Twist in die Band gebracht. Und das fand ich richtig super. Also richtig virtuose Gitarristen in einer ganz klassischen Rockband, so mit Hitpotenzial. Den ein oder anderen Hit hast du sicher im Radio gehört im Laufe der Jahre. Ja, und Docken wäre vielleicht auch noch so ein Geheimtipp irgendwie aus den 80ern mit George Lynch auf der Gitarre. Da hörst du auch richtig gutes Vibrato. Also ja, das sind so die Dinge, wo ich mir echt gedacht habe, jetzt höre ich mal bewusst hin und schau auch mal, dass ich diesen Vibrato-Sound in mein Gehör bringe, dass ich das selber auch so nachspielen kann. Im Laufe der Zeit wurde es immer besser, weil ich einfach wusste, okay, wie klingt jetzt ein gutes Vibrato oder was mich zumindest anspricht, was ich gut finde. Und da ist zum Beispiel George Lynch oder Gary Moore so ein wichtiger Einfluss gewesen. Im Blues-Bereich war das zum Beispiel bei mir ganz klassisch Clapton, Albert King, Jimi Hendrix natürlich und Gary Moore, von dem ich die Rock- sowie die Blues-Phase sehr schätze. Also Gary Moore, auch so ein Dauerbrenner. Und die Akustikgitarre. Da fand ich es auch interessant, also ein Gitarrist, der noch ziemlich jung ist, aber mich sehr anspricht, ist Billy Strings. Höre ich extrem gerne beim Autofahren. Oder zum Beispiel auch Al Di Meola, so ein Klassiker. Das ist eigentlich so durch dieses bewusste Hinhören entstanden und ich kann dir echt nur empfehlen, also falls du jetzt so bist, wie es bei mir früher war, dass du zwar klarerweise Musikfan bist, aber noch nie so bewusst hingehört hast, dann mach das mal. Du wirst auf jeden Fall besser. Also du kannst dir eben vorstellen, wie das Gitarrenspiel klingen soll, wie ein gutes Solo klingen soll oder wie Melodien aufgebaut werden sollen. Lass dich da mal von Sängern inspirieren. Eben wie gesagt zum Beispiel Lane Staley oder Fabio Leone, zwei meiner Favoriten. Und natürlich auch die ganzen großen Gitarrenhelden, dass du ja, bewusst hinhörst, wie die ihre grandiosen Sounds erzeugen. Ja, und wenn du mit uns Gitarre spielen möchtest, von der Pike auf, zum Beispiel Akustikgitarre, dann schau dir den Akustikgitarre-Schnellstart an. Wenn du Rock spielen möchtest, dann den Rock-Gitarre-Komplettkurs. Da lernst du alles von der Pike auf und richtig gut spielen. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, rock on!